Kommen wir von Hass und Hetze jetzt zur Liebe. Musiker André Neo aus Hechingen verfolgt ein hohes Ziel. Er will die Welt besser machen. Seine Lösung? Liebe. In seinem Song Mut zur Liebe fordert er genau das und setzt es gleichzeitig auch selbst um. Denn er verschenkt nicht nur seinen Song an andere Künstler mit dem erklärten Ziel, es in möglichst vielen Sprachen in der Welt zu verbreiten, sondern er spendet auch alle Erlöse daraus zu 100%, unter anderem an die humanitäre Hilfsorganisation Drei Musketiere aus Reutlingen. Unterstützt wird er dabei vom Musik-Urgestein Joe Vox aus Pfullingen. Ich fordere Mut zur Liebe, lautet der eingängige Chorus in André Neos Song. Die Begründung folgt in der nächsten Zeile, weil sie einfach ist. Liebe sei die universelle Lösung, erzählt er uns, als wir ihn im Pfullinger Tonstudio von Joe Vox besuchen. Ich denke, dass das auf unserem Planeten viel noch verbesserungswürdig ist, im Zwischenmenschlichen natürlich auch, in dem Sektor. Und wie auch schon im Text zu hören ist, und wenn man sich das Stück anhört, geht es tatsächlich um die Liebe und um die Verbundenheit, um das Potenzial, das in uns Menschen ist, auszuschöpfen, um Anregungen zu geben, um diese ganze Sache des Menschseins in Fokus zu rücken und einfach was Besseres draus zu machen. Die Message des Songs soll daher weltweit wirken, am besten in allen Sprachen. Er verschenkt den Song daher an Künstler, die ihn in anderen Sprachen einsingen wollen. Die deutsche und englische Version steht aktuell zum Download bereit. Französisch, Italienisch und Russisch sind in Vorbereitung. Als Neo mit der Songidee zu Joe Vox kam, zeigte sich dieser sofort begeistert und beschloss, den jungen Musiker aus Hechingen zu unterstützen und produzierte den Song. Wie man eben in dem Song hören kann, es geht um Liebe und es geht um Mitmenschlichkeit und was ja erstmal eigentlich heutzutage eher Plattitüden sind. Aber ihm habe ich es abgenommen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, sofort gesagt, ja, das machen wir. Weil ich glaube ihm einfach zu 100%. Und er ist genauso. Er ist ein verrückter, ein liebevoller, verrückter Mensch. Joe Vox ist selbst ausgebildeter Sänger und hat viele Jahre in Italien gelebt. Er hat aktuell die italienische Variante eingesungen, die sich die beiden gerade im Tonstudio anhören. Dass André Neo, der sich als Saunameister gerade so finanziell über Wasser hält und seine Zeit hauptsächlich für ehrenamtliche Tätigkeiten nutzt, alle Einnahmen spenden will, findet der Vorstand der Drei Musketiere Reutlingen bemerkenswert. Weil das etwas ist, was nicht alles andere ist als selbstverständlich. Ich würde sagen, in der heutigen Zeit sowieso, wo dann auch ja wieder der Titel des Songs so gut passt, ja, wo sehr viele Menschen, ich will nicht urteilen oder verurteilen, aber wo es doch Menschen gibt, die in erster Linie erstmal an sich denken, ist das schon außergewöhnlich, dass der André sagt, ich möchte einen Song machen. Er steckt da wahnsinnig viel Liebe und auch viel Arbeit. Wir alle stecken da auch viel Arbeit rein. Dann zu sagen, ich möchte davon dabei aber nicht selbst der Nutznießer sein, sondern möchte auch das weitergeben. Das ist schon erstaunlich. Mit einem kleinen Beitrag oder auch einer größeren Spende bekommt man daher nicht nur den Download-Link zum Song, sondern unterstützt gleichzeitig wichtige Institutionen wie die humanitäre Hilfsorganisation Drei Musketiere aus Reutlingen. Und wer ebenfalls Musiker ist und den Song in einer weiteren Sprache einsingen kann und will, sei jederzeit bei Joe Vox und André Neo willkommen. Neo will auch mit dem nächsten Song wieder die Liebe in den Mittelpunkt rücken. Und der wird dann den Titel Liebenswert tragen.